So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Morrowind. So, wir sind hier, du bist hier ein Schnabeltier. Nein, wir hatten ja vor etlichen Zeiten mal aufgehört hier an diesem Punkt und eigentlich wollte ich dazwischendrin immer irgendwann mal sagen, ja, ich möchte eigentlich. Hier. Ich möchte eigentlich. Also wir waren hier in diesem. In dieser Grabstätte und da haben wir ein paar Vampire abgeschlachtet. Und eigentlich wollte ich. Dann, da ich ja inzwischen zu Linux migriert bin, wollte ich eigentlich. Morrowind mit Open Morrowind spielen und meine Save Games überportieren, aber da ist irgendwie meine Save Games, meine Konstellation wird nicht korrekt importiert. Da ist es bei mir jedenfalls dann immer so, dass sobald ich mit anderen Menschen oder Lebewesen oder NPCs in Kontakt komme, so circa 80% aller NPCs, mit denen ich in Kontakt komme, einfach umfallen und tot sind. Und wir wollten ja Morrowind, wie auch immer man das sprechen mag, wir wollten, wir hatten ja Dagoth Ur bereits besiegt und wir wollten einfach ein bisschen free roaming durch die Länder ziehen und unser Journal vielleicht noch ein bisschen angucken und mal schauen. She gave me a ring as token. Bla bla bla. Wir wollten ein bisschen durch die Lande ziehen, quasi. Und uns dann ein bisschen darum kümmern, noch diverse Aufgaben zu erledigen. Ohne jetzt wirklich irgendwie noch groß irgendwelche Sachen zu machen. Also, wir wollten einfach noch ein paar Quests abarbeiten. Ich habe hier ein bisschen rumgemurkst, den Spaß hier habe ich ja mit dem Lockpick aufgemacht. Ich hatte mir die Endszene von diesem Ding angeguckt. Ich habe schon ewig. So, vielleicht sollten wir auch hier mal sagen, ich setze mir das Fiend Katana auf den Zauber. So. Genau. Also, ich habe schon ewig kein Morrowind mehr gespielt, kein Morrowind. Hier liegt eine tote Leiche, ein Skelett. Da könnten wir noch Zeug mitnehmen, müssen wir aber nicht. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon ewig kein Morrowind, wie auch immer man das jetzt sprechen mag, mehr gespielt. Da ist ein Silstrider. Und deswegen weiß ich auch noch nicht so genau, also ich bin ein bisschen raus, definitiv. Deswegen würden wir einfach mal so ein bisschen drauf loslaufen und mal gucken, was wir hier so entdecken und schauen und überhaupt. So, und hier war ja Molagmar, wenn ich das noch richtig weiß. Und da hinten war also eigentlich so ein bisschen tote Hose. Wir können uns auch noch mal die Welt angucken. Molagmar wäre hier, ja genau, da hinten war so ein bisschen tote Hose. Das heißt, wir könnten eigentlich hier oben lang gehen und wir könnten eigentlich gucken, was auf der anderen Seite ist. Das können wir eigentlich machen. So. So, und irgendwie kann ich doch, habe ich doch theoretisch die Fähigkeit des Wasserlaufens, oder nicht? Ich meinte ja.
Weil wir könnten ja jetzt theoretisch einfach mal in diese Richtung laufen. Ich müsste mal im Inventar schauen. Haben wir einen Ring des Kaius-Ring? Nein, 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 nein. Magic. Was haben wir hier? Okay, haben wir offenbar nicht. Dann vielleicht Ring of Hortator, Robe of Hortator. Scroll, scroll, scroll. Haben wir hier nicht eine Potion? Okay, Icarian Flight. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Purity of Body. Oh. Cure Common Disease, Cure Blight Disease. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für mein Problem. Aber okay. Wie gesagt, ich glaube, es gibt irgendwie sowas wie Wasserlaufen, aber ich finde es gerade nicht und deswegen ignoriere ich das jetzt einfach mal und gehe einfach mal wieder zurück. Ja, ja. So, und wir laufen einfach mal weiter. Zum Beispiel darüber. Fluff. Und raus. So, da oben ist eine Ratte, mit der will ich mich gerade nicht anlegen. Wir laufen hier einfach mal das Ufer lang. Und schauen dann mal, wo wir da hinkommen. Da wäre wieder so eine Krabbe. Nee, Crab. Quasi Krusty. Nee, nicht Krusty. Wie heißt denn der? Mr. Krabs, genau. Ja, da ist schon wieder so ein Fluffel. So. War ich hier eigentlich schon mal? Wir können ja mal jetzt wieder ein bisschen lokal uns angucken. Nein, offenbar nicht. Okay, na klettern wir hier einfach mal so ganz kackendreist. Tschüss. So, du kannst weg. So, wo sind wir denn hier? Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Okay, also wir könnten theoretisch auch da runter. Na gut. Okay. Wunderbar. Okay, dann würde ich weiter düsen wollen. Also wir haben momentan einfach wirklich noch nicht so richtig einen Plan. Oi. Ey, ich bin doch der Nerivarin. Mann, ey, du dumme Kackbratze. Warum auch immer du der Meinung warst, dass du mich jetzt hast umbringen müssen. Okay, was hast denn du? Ich habe hier natürlich wieder ganz normale Schuhe. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Was hast du? Chitin Club 6.
37, das wäre okay. 17, 10, 4, 4 und 2. 17 und 37. So, und den Rest, den kann irgendjemand behalten. 10. Denke ich nicht, dass ich das gerade brauche. Was ist bei dir? 6, von mir aus kann da liegen bleiben. Ja, 36. 4 und 2. Okay. Dann schauen wir mal, was die hier so am Feuerchen gemacht haben. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Sehe ich gerade nicht, dass es da irgendwie groß was anderes gäbe. Okay, dann würde ich einfach mal weiterlaufen. Mal schauen, wo sind wir denn gerade? Okay. Hier irgendwo, was ist denn da? Mabailu. Okay, da ist Mabailu. Was auch immer ich beim Mabailu wollen würde. Ich würde da mal trotzdem hinlaufen. So. Okay. Quasi in diese Richtung. Okay. Nehmen wir auch alles mit. Die lassen wir liegen. Dann packe ich das Zeug hier wieder ein. Und dann würden wir da mal ums Eck gehen. Und dann würden wir uns mal angucken, was es in dieser Höhle so zu finden gibt. War ich da nicht schon? So. Warum auch immer der mich angegriffen hat. Was hat denn der so bei sich? Gar kein schlechtes Schwert. Wie viel wiegt denn das? 8. Kann man nehmen. Geld nehmen wir eh. Und das kannst du behalten. So, was ist mit... War da nicht noch ein Zwerg irgendwo? Okay, der Zwerg war wahrscheinlich wirklich einfach nur für den Fall, okay, da ist eine Falle an der Tür. War da nicht irgendwie... Konnte ich nicht irgendwie Traps lösen? Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass es keine Portale gibt, wo man einfach wieder zurückgehen kann, weil ich müsste eigentlich mein Inventar mal wirklich bereinigen. So, also die ist mit einer Falle versehen. Wie war denn das? Gab es nicht irgendwie was zum Untrappen? Wie gesagt, ich bin echt ein bisschen raus. Ein bisschen komplett raus bin ich. Die ganzen Amulette, die kann ich eigentlich echt verkaufen. Da brauche ich eigentlich wirklich gar keins. So. Ansonsten Verschiedenes. Was haben wir denn da? Master's Probe. War das nicht mit diesen Probes irgendwie? Um die Dinger zu enttrappen? Grandmaster's Probe, Apprentice Probe. So, das können wir einfach mal nochmal ausprobieren.
Eine wird mir schon reichen. Dann mach du das mal. Immer diese falschen Tastendrückerei. So, F. Okay. Okay. Wunderbar. Okay, so war das wirklich. Dann würde ich wieder das Fiend Katana Weapon. Würde ich das mal wieder. Wo ist es denn? Silver. Hier, bitteschön. Und natürlich auch dich. Wunderbar. Wir packen dich wieder weg. Okay. Wir können hier mal spaßeshalber speichern und mal gucken, was passiert. Ich würde hier... Ja, komm, was soll das? Wir speichern hier. Yay. Okay. Das heißt, wir können hier wirklich komplett außen rum laufen. Okay, alles klar. Auf Wiedersehen. So. Das da würde ich mitnehmen. Was hat die noch hier? 50 ist cool. 15 geht so. 10 und 40. Ja komm, 10 würde ich auch mitnehmen. Und was ist das? 15 von mir aus. Close. Okay, was war eigentlich mit dem Atronach? Das wollte ich auch noch wissen. Hatte der vielleicht auch was dabei? 75. Nicht schlecht. Okay, dann würde ich das auch wieder wegmachen. Und dann rennen wir wieder zurück. Hier unten gibt es hier irgendwie... Nö, gibt's nicht. Na komm. Dankeschön. Dann laufen wir hier wieder im Kreis. Kreise zurück. So. Ansonsten, hier ist ja nichts mehr. Nö, sieht nicht so aus. So, warum auch immer die mich andauernd angreifen eigentlich. Ich bin doch der Nerevar. So. Okay, ein Blitzschild. Würde ich auf jeden Fall nehmen wollen. Frostatronach sammeln. Würde ich auch nehmen wollen. Detect Enchantment. Super. Cure Common Disease. Super. Potion of Shadow. Auch cool. Summon Skeleton. Take. Auch nicht schlecht. Okay, da sind Urnen. Ob ich die jetzt groß untersuchen muss, weiß ich noch nicht. So, was haben wir hier? Oh, Lock Level so und so viel. Und Lock Level so und so viel. Und da ist auch noch eine Chest. Und was haben wir hier? Na komm, lass mich mal durch. Fey Falcon. You have gained knowledge from this book. Your conjuration skills increased to 12. Okay, das können wir jetzt alles durchlesen. Auf der anderen Seite eigentlich nicht. Take. Wie gesagt, es wäre schon cool, wenn man sich das alles durchliest.
Aber das ist in einem Let's Play natürlich ein bisschen oversized. Okay. So, ich habe hier... Ich würde gerne mein Inventar mal anschauen. Okay, wir haben noch genug Platz. Dann würde ich... Trapped. Alles klar. So, dann würden wir hier vielleicht mal wieder ein bisschen aufräumen wollen. So, Journeyman Probe. Master Probe. Pam. Und dann probieren wir das mal zu unlocken. Okay. Okay. Dann werden die erstmal untrapped. Die ist nicht trapped, die ist nur locked und die ist auch nur locked. Okay. Dann können wir jetzt die Lockpicks uns krallen. So, wo haben wir denn hier Lockpicks? Da haben wir einen Lockpick. Apprentice, Master. Komm, wir fangen mit dem Apprentice an. Wenn der dann kaputt ist, ist er kaputt. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Cheerio. Geld. Das ist immer gut. Klaus. Dann würden wir mal den nehmen und sagen... Okay. Dann nehmen wir doch die nächsten Apprentice Lockpicks. Super. Okay, da haben wir einiges an Tränken. Die würde ich mal alle nehmen. Was sagt das Inventar? Oh, das Inventar sagt Scheiße. Ja, dann... Brr. Machen wir hier mal den da und dann würde ich doch vielleicht sagen... Was kann man da zwischenparken? So, dieses ganze Bargain-Zeug, das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Bargain... Ich weiß es halt nicht, also... Spoiled. Swift Swim. Restore Magicka. Wie wär's mit Restore... Nicht Luck, sondern Restore... Restore Health. Gibt's nicht A, B, C, D, E, F, G, H? Aber die wiegen ja auch alle nichts. Das ist ja das Problem. Das heißt, ich müsste da irgendwas abgeben. Was halt... Ich könnte ja irgendwas in die Kiste packen, was wirklich was wiegt. Was mir aber eigentlich gerade egal ist. Wie zum Beispiel... Waffen. Was haben wir denn hier? Ah, das sind halt alle so magische Waffen. Die will ich mit Sicherheit nicht abgeben. So, was haben wir denn hier? Da haben wir Schuhe, die wiegen 3, die sind aber auch... Da haben wir einen exquisiten Ring. Der ist aber absolut unmagisch. Und dann haben wir hier eine Robe. Und dann haben wir hier... Ja, komm. Die beiden brauchen wir gerade nicht. Dann flitzen wir zum nächsten... Also zur nächsten... Ach. Dieser bescheuerte Pfosten in der Mitte, du. So, dann würde ich mal zu dir sagen. Wunderbar, was haben wir hier? Hier haben wir Geld. Ja, würde ich alles mitnehmen wollen. Was bist denn du? Teures Amulett. 1 Kilo. Können wir mitnehmen. Und teurer Ring. Wiegt auch nichts, können wir auch mitnehmen. Und dann würde ich dich mal anschauen wollen. Wunderbar. Und was haben wir hier? Die Ursprünge der Magiergilde, der Geist der Daedra. So, exklusive Shock Resistance. Okay, also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. Spoiled Potion of Swift Swim, die brauchen wir eigentlich nicht.
Ein Pitcher für 2 brauchen wir eigentlich auch nicht. Der Geist der Daedra, das ist okay. Und der Ursprung der Magiergilde ist auch okay. So, und dann wäre das in Ordnung. Und dann würde ich mal wieder mein Katana auswählen wollen. So, wir gehen wieder auf alle. Dann ist hier Fiends Katana. Bam. Bam. So, geht es wieder weg. Ich würde dich gerne wieder einpacken. Dann würden wir hier mal in die Urne schauen. Das ist ja jetzt alles relativ harmlos. So war das. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so witzig. Was haben wir denn hier? Scuttlehammer und Heck Lowleaf. Können wir ruhig mitnehmen. Wird jetzt nicht so dramatisch. Okay. So, was haben wir hier noch drin? Oh, da haben wir Riff Rollen. Flammenwache. Leuchtendes Auge. Okay, die würde ich gerne alle mitnehmen. Und bei dir? Windwalker. Supreme Domination. Heieiei. Die würde ich auch alle mitnehmen. Gut. Dann sind wir da eigentlich auch schon wieder fertig. Die beiden Rüstungen, die sind eigentlich für die... War es hier oder war es da? Ich glaube, es war hier, ne? Die beiden Rüstungen, die sind eigentlich wirklich nicht wichtig. 37, 37. Braucht schon ein bisschen Geld, aber... Gewicht 3. Dann könnte ich eine von denen mitnehmen. Das wären dann 20 Gewinne, die ich gemacht hätte. Ich denke, ich müsste eh mal ein bisschen verkaufen gehen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt in der Höhle fertig. Und können sie eigentlich auch wieder verlassen. Und dann müssen wir da eigentlich auch nicht mehr sein. Genau. So, gehen wir wieder nach draußen. Es ist Nacht geworden. Ei, was haben wir denn da? Maviva. Mavia. Wo? Fisch oder wie? Ach da. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne ein Nickerchen machen, bis wir geheilt sind. Aber das ist eigentlich okay. Ich würde ganz gerne mal hier reingehen und mich umschauen. Und dann schaue ich mal, was habe ich denn jetzt für keinen mehr. Okay, wir können uns eigentlich mal heilen. Wenn ich denn wüsste, wo ich denn irgendwie sowas zum Heilen habe. Also die Potions sind ein bisschen... Restore Personality, Restore Speed, Burden, Magicka, Detect Animal... Disease Resistance, Fortify Health. Shadow Fatigue, Feuerschild, Licht. Ja, das ist ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Man findet halt sehr schlecht die Potions, die man so hat. So, habe ich irgendwo eine Beeinträchtigung eigentlich? Es sieht nicht so aus gerade, ne?
Nee, es sieht gerade echt nicht so aus. So, ich würde mich halt gerne mal ein bisschen heilen. Habe ich eigentlich irgendwo noch einen Mörser rumfahren? Weil ich wollte ja auch mal ein bisschen... Okay, ein toter Körper. Ein Schwert, das ganz okay ist. Okay, der ist einfach nur total average. So, und der ist hier. Und dann würde ich bei dir doch mal gucken wollen, was hast du denn dabei? Du hast einen Seelenstein. Und du hast Knochenmehl. Das würde ich gerne mal alles mitnehmen. Würde ich dich mal schließen wollen. Und bei dir würde ich auch mal gerne gucken wollen. Du hast Knochenmehl dabei. Warte mal, wie viel denn? Ja, nix. Okay, dann schließen wir dich und dann rennen wir hier oben mal im Kreis. Wenn wir denn da hinkommen und dann laufen wir mal in die andere Richtung im Kreis. Wenn wir da denn hinkommen. Okay, und da würde es weitergehen. Knochenlord, aber nee, ich kann nichts mehr mitnehmen. So. Gibt's eigentlich für die Experten unter euch in Morrowind, gibt's eigentlich... Ah. Trapped, das ist natürlich schlecht. Dann würde ich hier... Wo ist die Probe? Apprentice Probe. Zack. Wunderbar. Und dann geht's wieder auf... Wo habe ich das Schwert? Zack, 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 zack. Zack, 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 first. Das ist alles nicht so... Na gut. Dann würde ich wieder nach vorne schlupseln. Ich trage einfach wirklich viel zu viel Schund mit mir rum. Den sollte ich echt mal wegpacken. So. Okay, die wollen also zur Tür raus, was aber nicht geht. Da ist eine Flasche, da ist eine Schale, da ist ein Seelenstein, da ist eine Platte. Dann sage ich hier mal schließen. Und ich denke, wir kommen wieder. So, ich müsste mal gucken. Das war Mavia. Okay, Mavia, das war da hinten. Das heißt, ich würde ganz gerne jetzt einfach mal wirklich
mein Amulett der Intervention nutzen. Und dann würde ich mich mal hier wegtransportieren. Dabei geht es wirklich bloß darum, dass ich quasi mein Zeug verkaufen möchte. Was war denn da jetzt gerade los? So. Okay. So, dann würde ich... Dann würde ich ganz gerne mal mit dir reden. Und was bietest du für Services an? Bla 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 bla. Nein, ich würde ganz gerne mal mit dir handeln. Du bist ein Händler. Ja, genau. Und dann würde ich ganz gerne... Persuasion. Nein, ich würde nicht ganz gerne mit dir... Ach, wie war denn das nochmal? Wie kann ich denn nochmal mit dir handeln? I am a merchant. I look for goods that are well made, that people want to buy, that I can buy and sell at a profit. There are many different kinds of materials I can buy and sell. Animal products, vegetable products, mineral products, even exotic products, crafts and manufactured goods. I deal in blah 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 blah. Okay. Aber warum kann ich dann nicht Trade auswählen? Persuasion. Admire. Cancel. Background. Rumors. Advice. Molagmar. My Trade. Services. Okay, goodbye. Nee. So, wo wären wir denn da? Das ist ein Haus von irgendwem. Und das ist auch irgendein Haus von irgendwem. Ich will aber eigentlich einen Händler haben. Redoran Stronghold. Okay, gehen wir mal zum Hostel. So, genau. Ja, alles ist gut. Everything's fine. Wunderbar, dann lass uns doch mal handeln. So, und dann würde ich mal ganz gerne gucken, was habe ich denn eigentlich da? Was habe ich denn so an Zeug, das ich gar nicht mehr brauche? So, mir geht es auch gar nicht wirklich darum. Also der Wert ist 5. So, ich würde ganz gerne mal eins nehmen und dich darüber packen. Dann wäre das 3. Wäre ja in Ordnung. So, den kannst du haben. Wären wir bei 6. Den kannst du haben. Wären wir bei 9. Wären wir mal bei dem. Wäre auch okay. Lass mich kurz gucken. Intelligence. Shadow. Personality. Nochmal eine Personality. Also mir geht es eigentlich wirklich bloß darum, Zeug loszuwerden, aber eigentlich ist es ja doof. Eigentlich muss ich wirklich die schweren Sachen loswerden. Das Seller hat aber nur 50 Gold. Also muss ich dem eigentlich 10. Sowas kauft er nicht. Okay, sowas kauft er also nicht. Sowas kauft er auch nicht. Okay, dann war das natürlich ein bisschen suboptimal.
Dann kannst du den theoretisch haben. Warte mal. 15. Die werden jeweils 5. Das heißt, ich würde da plus 7 erwarten. Also, weil es halt 15 wären. Und ich krieg 10. Also eigentlich ist es ein gutes Geschäft. So, dann würde ich hier... Ist auch, bin ich auch mit zufrieden. 3 mal 15 wäre 45. Da würde ich 22 erwarten. 30, bin ich auch mit zufrieden. So. Das ist cheap. Gut, das sieht mir ein bisschen exklusiver alles aus. Da sind wir auch bei exklusiven Sachen. So, dieses ganze exklusive Zeug, das würde ich gerne ein bisschen behalten. So, das ist alles exklusiv. Das ist einfach nur normal. Da würde ich jetzt plus 10 erwarten. Das ist auch gut. Dann... Ach, so viel Geld hat er doch gar nicht. So viel Geld hat er doch gar nicht. Dann würden wir ja hier quasi den runtergehen und ja, diese Bar gehen will ich aber eigentlich nicht. Dann gehen wir halt mit dem Jeep nochmal runter. Okay, habe ich hier noch ein bisschen Bar gehen, was ich... Nö, kann ich nicht. Aber den Jeep hier kann ich ihm noch geben. Und Detect Animal, das ist alles exklusiv. Das würde ich ihm ungern aufs Auge drücken. Detect Animal. Ja, ja, das ist sogar viel. Dann würde ich ihm vielleicht sogar da 2 geben wollen. Nicht 1. 2. So, dann wären wir da bei 55. Okay. Also nur einen. Gut, dann immerhin schon mal besser als gar nichts. Dann würde ich ihm das so anbieten wollen. Wunderbar. Und dann sage ich ihm auf Wiedersehen. So, dann sind wir ihm zumindest ein bisschen mal was losgeworden. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen was losgeworden. Ja, ja, ist ja alles gut. So, ich müsste aber wirklich mal... Komm, wir reisen mal, wir schnappen uns den Thillstrider und dann flitzen wir mal nach Vivek. Einfach, wenn wir da ein bisschen mehr Händler haben, oder? Weil mit dem hier kann ich ja offenbar nicht handeln. 3 Blessings, Sarah. Mit ihm kann ich ja offenbar nicht handeln. Und ich würde ja eigentlich ganz gerne mit irgendwem handeln. So, und unter dem Aspekt würde ich dann halt gerne nach Vivek düsen. Und dann gehen wir vielleicht mal hier wirklich zu dem Schiff da unten. So, was ist mit dir, hä? Ja, alles gut. Travel nach Vivek. Hotel Branora. Ne, komm, wir düsen nach Vivek. Yes, sir. What do you want? Und hoffen, wir finden da ein bisschen mehr Möglichkeiten, teures Zeug loszuwerden.
Wir hätten auch nach Balmora gehen können eigentlich. So, dann würde ich doch mal da hoch. Und dann können wir mal hier reingehen und schauen. Ja, Lower Waste Works. Ich glaube, die exklusiven Arbeitsdinger, die sind halt wirklich ganz oben. Schön, wie es auch immer durch die Decke regnet. So. Gibt's hier nicht irgendwo Händler? Hi! Können wir nicht handeln? Wunderbar. Okay, du hast irgendwelches Zeug, was alles nicht so teuer ist. Aber wir haben hier teure Schuhe. 6. Klingt gut. Eine extravagante Robe. 32. 26. Okay. So ein Lederhelm. Kannst du auch haben. Ist auch in Ordnung. So, 17 und 32, das wären dann 10 gewesen. Ja, das ist auch noch in Ordnung. Teures Amulett 30. Das wären 19 gewesen. Ein teurer Ring 30. 80 waren wieder 19, okay. Ein exquisiter Ring in Höhe von... Ja gut, so viel Geld hat er nicht. Ein exquisiter Ring. So, da gibt es noch Rubine, aber die brauche ich ja für meine Zutaten. Der exquisite Ring, der ist absolut unmagisch, deswegen brauche ich den nicht. Also deswegen... Wisst ihr Bescheid. So, diesen ganzen anderen Rotz brauche ich nicht. Ein größerer Seelenstein. Die könnte ich ihm eigentlich geben. Warte mal. Hier haben wir noch irgendwelches Gemisk. Wir wollen aber Magix. Wo sind denn meine Seelensteine? Ich habe doch ganz viele Seelensteine eingesammelt. Wo sind denn die? Apparel. Nee. Magic. Nee. Misk. So, Seelenstein 40. Nee, das ist zu teuer für ihn. Old Man's Lucky Coin. Coin! Geist der Daedra. Nee, ich denke, das reicht. Und dann machen wir hier 1, 2, 3. So, bitteschön. Haben wir gerne gemacht. Gibt's hier noch einen anderen? Submit to the three. The spirits and thy lords. Submit to the three. The spirits and thy lords. So. Können wir nicht handeln? Womit handelst du denn so gerne? So, du hast 100. Alles klar. So, dann würde ich da hier 1545 wären das. Ja, ja, mal alle. Nö. Ah, 1530. Okay, zwei Drittel. Das ist okay. Detect Animal, die Eclusive Blödsinn würde ich ganz gerne mal behalten. Eclusive, Exclusive natürlich. So, dann hier Fortified Personality. Das sind ja die Standarddinger. Aber die Standarddinger... Standard Restore Endurance. So, Telekinese. Standard Rising Force. So, Standard. Ist auch so ein bisschen die Frage. Das sind diese ganzen Restores. Das hier ist Quality. Und irgendwo muss ja noch die Spoil drum hängen. Bei Standard.
genau. P ist ja vor T, also hier. Das heißt, das sind 10. Da würde ich ganz gerne 20. Das heißt, da würde ich mindestens 10 erwarten. Und ich habe 13 bekommen. Okay, die Spoils hätte ich weg. Das hier ist alles Quality. Das ist alles Quality. Quality. Und dann ist Restore. Okay. Dann können wir eigentlich Shock Mirror Robe. Resist Shock. Reflect